Herr Skripnik, Sie haben vorhin gesagt, Wolfsburg, Weltklasse-Spieler, also weiß ich nicht, Naldo, Luis Gustavo, Bas Dost macht Tore wie verrückt. Einer sticht da noch so ein bisschen mehr raus, Kevin De Bruyne, glaube ich, 8 Tore vorbereitet oder 8 geschossen, 12 vorbereitet. Wie kann man so einen Mann stoppen? Haben Sie da schon einen Plan? Ich bin so neidisch, das so einfach Fragen zu stellen und du sitzt da und musst du das alles, natürlich musst du hoffen, dass hast du welche Glück, die Leute zu stoppen, weil echt klasse Spieler ist und ich habe, wenn man gesehen, dass bei Doppelpass, wo wir haben Paderborn gegen Bayern damals ein bisschen so diskutiert und dann erzählen wir über, wie das muss man verhalten gegen Ribéry und so weiter. Wir sagen immer Fehler von Gegner oder Fehler von Abwehrspieler und so weiter. Und wann musst du sagen, dass einfach Stürmer war einfach klasse und besser ist, als seine Gegner ist. Und ich bin fest überzeugt, die Spieler, wer spielt gegen Bayern, die wollen sich so profitiert und gibt Vollgas und trotzdem kriegt die 6, 8 oder 7 Tore. Ja? Und genauso solche, die sind einfach besser als du. Und da musst du mit dieser Sache umgehen. Natürlich, ich hoffe das auch, er erwischt einen schwarzen Tag und wir sind jetzt im Himmel da und vielleicht und machen wir da Bombeleistung und das klappt und dann gewinnen wir und dann alle, wir sind glücklich. Aber nochmal, das ist Fußball und kannst du nicht jetzt schon, ich habe einen Plan. Du kannst planen, Flipchart schreibst du, ich Barcelona schlage ich und was passiert. Deswegen müssen wir realistisch sein, wir müssen vorbereiten, klar, wir wissen starke und schwache von denen, dass er hat bei uns gespielt und die Spieler auch gegen ihn gespielt hier oder mit ihm trainiert. Das ist auch unser vielleicht Vorteil, aber jeder sieht das, nicht nur Werder Bremen wollte ihn stoppen, sondern auch Lissabon damals oder wer Gegner, halbe Deutschland wollte ihn stoppen und klappt das nicht. Und deswegen, wir warten das natürlich, wir wollen was uns beweisen, wir wollen uns weiterentwickeln und allgemeine Sache. Und vorbereiten wir nicht nur für ihn, sondern auch für Dost, für genauso alle anderen, aber genauso, wer sagt, dass nicht das kommt Arnold und macht dieses Spiel entscheidet oder Entscheidung bringt. Und das ist die Dinge, wo kannst du nicht nur auf einzelne Spieler konzentrieren.